Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, was für ein schöner Mittwoch. Wochenteilung. Gestern haben wir Schneekrokodile gesehen. Ich brauche noch Pfeil und Bogen, damit wir es uns genauer ansehen können. So, die Dinge werden wir dann verstellen. Und zwar haben wir das mal für hier. So, Moment. Stehen wir da aber schön an den Rand. So, eins. So. Wunderbar. Dann kommt hier Nummer zwei. So. Und hier, ganz wunderbar, die Nummer drei. Ist gleich so weit. So. Und zwar, ja. Du, 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 du. Na, super. So. Dann räumen wir mal den letzten aus. Super. So, und die kommen nach hinten. Die stellen wir einfach hinten dran. An die. Da, 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 da. Die, 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 die. Ja, wobei, wir drehen es einfach um. Oder? So. Ich zum Beispiel so. Na, genau. So, dann der nächste. Die, die, die. Die, 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 die. So, und der letzte. Die stehen leicht schräg, oder? Egal. Egal. Egal, egal. So. Dann haben wir den da. Sag ich doch, die stehen alle schräg. Oh, das wird mich nervös machen. Nervös. So, na dann. Auf geht's. So, wir stehen den einfach mal daher. Drehen den einen Ticken. Ticken. So. Nehmen den da. Stehen den daher. Also okay, so. Der steht doch viel näher da. Oh Gott, jetzt passt das wieder nicht. So, jetzt passen sie aber. So, auf den stehen wir mal. Ja, ja, Sögetisch, Kreissäge und so. Kommt noch, später, später. Erst dann, wenn wir die Riesenfestung bauen. So. Super. So. Jetzt räumen wir den hier noch aus. So, nein. So, und der kommt auch nach hinten. Und wird neben den hier gestellt. So. So, und dann haben wir den hier. So, kommt hierher. Sieht man das von drinnen schon? Nö, geht doch. So, und der kommt auch da nach hinten. So. Aber ich glaube, das sieht man dann von drinnen. Da hängen wir ein Bild drüber. Dann geht's wieder. So. Oh, schön.
Jetzt haben wir die Holzgeschichte hinten noch korrigiert. Richtig gemacht. Eine wunderbare Sache. Na, 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 na. So. Jetzt werden wir uns dann noch um die Spitzen kümmern. Spitze Stöcke. Ja, bräuchten wir auch. So. Super, da haben wir nämlich noch viel, viel Platz für die Holzlager. Läger. Würde mal sagen, letzte Ladung und dann kümmern wir uns auch ein wenig um die Holzspitzen und Einrichtungen. Ja, ja, Einrichtungen. Und ein bisschen mehr am Dach möchte ich auch machen. Und Extraktor würde mich echt interessieren, was da rauskommt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. So. Bam, bam. Alles drin. Alles gut. Alles gut. So. Dann werfen wir mal die Steinchen mal weg hier. Was haben wir da? Kobalt. Das gute alte Kobalt. Guck an. So. Das nehmen wir hier raus. Das kommt hierher. Und das nehmen wir hier raus. Das kommt. Wobei. So. Und er hier da. Super. Und da hängen wir dann ein Bild drüber. Super. Jetzt brauchen wir da drei Werktische. Drei Werktische. So, Werkbänke. Und zwar, wir brauchen definitiv mal eine normale Werkbank, Chemietisch und die verbesserte. So, die verbesserte würde ich sagen gleich mal hier und das Fenster ans Fenster. So, super. Daneben einen Chemietisch. Oder die normale in die Mitte. Ist vielleicht auch witzig. So, die normale in die Mitte. Nö, nö, da kommt keine normale hin. Da kommt platzierbar Lagerkiste. So. So, genau, eine Kiste. So, wir brauchen Brettchen. Ich komme. Oh, der ist schnell. Oh, der ist schnell. Ja, super. Schon wieder zu zweit. So, bauen wir gleich mal den hier. Schon wieder zu zweit. So fies. So fies. So, wo waren wir? Da hinten waren wir. Bei dem Brettchen. So. Das nehmen wir mal mit rein. So, nehmen wir den nächsten. Ich weiß, der Sägetisch wäre jetzt ideal. Naja. So, der Kreissäge meine ich. Kreissäge. So, und 8 Stück noch. Ach komm, was fehlt denn? So, jetzt soll es passen. So. Haben wir 8 Stück? Wie viel haben wir? 4. Ja. So. Und wieder. Yeah. So, der kommt da drauf.
Wir stellen uns selber mal drauf. Yeah. Dann kommt der da. Der kommt da drauf. So, und der kommt da drauf. Super. So, zwei Eisen, zwei Kopfer, zwei Nägel. Zehn Nägel. So. Zwei Kopfer. Zwei Eisen. Nägel. 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 So. Die verbesserte ist fertig und da in die Ecke stellen wir uns einen Chemietisch. So, Chemietisch. Stellen wir mal da rein. Der ist doch auch schief. So, und dahinter eine Werkbank. Platzierbar, Werkbank. So, ich hätte nämlich gerne so, dass man da hinten so eine Art, wenn sich's denn ausgeht. Oh, da blitzt kurz immer grün auf. Da war wieder. Da war's. Oh, geschafft. So, 10 Nägel, da bräuchten wir 10 Nägel, 3 Blei und 10 Brettchen. So, mal da, 1, 2, 3 und viele, viele bunte Brettchen, schon wieder viele Brettchen. Sowas aber auch. So, dann nehmen wir die Brettchen mit. So, dann hätten wir nämlich die beiden Werkbänke hier auch. Dann hätten wir da so eine Arbeitsnische in der Ecke. So, 6 Brettchen und 2 Glas. So, 1, 2 und 6 Brettchen. Oh, wie cool. So. Oh, ein Stückchen. So. Super, Chemietisch, Werkbank, alles da, alles da. So, ich packe mal hier die Tiere rein. Haben wir eigentlich ein Fenster jetzt da hinten drin? Ja, Tür keine, aber das macht nichts. Temperatur hier ist nicht besonders gut, aber wenn wir das Ding da reinstellen, glaube ich, ist besser. So. Dann holen wir uns nochmal Holz. So. So, einen kleinen noch dazu. Das geht so schnell, ja wie im Nu. Super, super. Ich freue mich gerade. So, den lassen wir mal da. Da auf der Seite hätte ich gerne einen Extraktor, wobei Plazibas, sonstiges hier, da. Das hätte ich auch echt gerne hier. 12 Elektrikteile. Wird ein bisschen dauern, bis wir das zusammenkriegen, die Sachen, die wir dafür brauchen. Aber wir können schon hinkriegen. Oh, ein Glashaus. Ah, das wäre alles super. So, Möbel. Nö, Essen. Yeah. So, ein Waschbecken. So. Da stellen wir uns aber ins Schlafzimmer rüber. Waschbecken. So. Werden wir auf jeden Fall brauchen. So, Nägel 10, 2 Kupfer und 4 Alu. 2 Kupfer, 4 Alu. Hoffentlich kommt kein Schneesturm. So, 4 Alu und 2 Kupfer. Und jede Menge Brettchen hat sie irgendwie geheißen.
So, dann schauen wir mal. Waschbecken fast fertig. Super. So, die ist ja auch schon leer. Oh ja. Oh, Pumpe muss eingeschaltet sein. Wasserhaus erforderlich. Verdammt. Oh, wie schade. Cool. So. Ah, da gleich noch ein paar Zeugsachen. Die Kiste bringen wir jetzt auch rein, zumindest die stellen wir da so vor die Tür, so als Kabel, oder ein, wir stellen die einfach ein, hier. So, die kommt da, ja. Ja. So, da können wir den und den und den reinwerfen. Da haben wir Stöckchen. So, was brauchen wir noch hier, zwingend erforderliches? Schauen wir nochmal rein. So, wir brauchen platzierbar sonstiges Mineralextraktor. So. Mal da einfach einen. 18 Eisenbahn. Ah, das ist schon viel. Ist schon viel. So. Dann nehmen wir mal die. Werfen die da rein. So. Dann holen wir uns die nächsten. Wobei, das ist sicher zu viel vom Gewicht her. Ja. Ein kleines wenig zu viel. So. Dann brauchen wir 8 Nägel und 20 Schrauben. Haben wir keine Nägel mehr? Keine Schrauben mehr? Oh, wir können auch keine Schrauben bauen. Oh, schade. Schade. So. Das können wir noch machen. Okay, holen wir 19 mit. So. So, holen wir 19 mit. Nö. So, Ziegel sind noch da, die werden wir dann auch gleich einbauen. Sind coole Sachen, aber die brauchen wir im Moment nicht. Wir haben zu wenig Zement mit. So, die werfen wir da rein, dann holen wir uns wieder Ziegel. Nur 20 noch. Dann haben wir zumindest den vorderen Teil des Hauses erledigt. So. Ich würde so gern. Verdammt. Ach komm. So. So. So, und da brauchen wir noch 2. 20. Yeah. Oh, wie super. Das ist gut. Da hätten wir noch das hier. So, Moment, den ausleeren.
Der ist leer. Wenn wir das hier reinbringen, hier alles noch. So. Der ist leer. Ja, okay. Ich dachte mir schon, wir haben noch. So. Und hier. Sehr viel besser gleich. Hier. So, jetzt noch im Schlafzimmer, beziehungsweise davor. Schöner Holzboden, aber hilft nichts. Oh, verdammt, eins hat noch gefehlt. Eins hat noch gefehlt. Ja, haben wir nicht mehr. So, da räumen wir mal aus. Der ist noch voll. So, da kommen mal die Metalle rein. So, da kommen mal die Metalle rein. So, nichts mehr. Hier Metalle und hier unten nichts mehr. Glas und Ziegel. So. Und die zwei können wir da auch reintun. Genau. So, super ist das. Hätten wir noch mehr, würde ich jetzt auch die Säulen gleich machen. Ja, und das stört mich schon etwas. Etwas stört mich. So, Waschbecken, das wundert mich. Das stört mich nicht, das wundert mich. So, hier hätte ich auch gesagt, machen wir auch gleich. Die Kiste da kommt mal kurz weg. Stellen wir mal da her. So, wir brauchen Brettchen. Und um ordentlich Brettchen zu sammeln, brauchen wir Holz. Holz! So, gleich ist es. So. Und einmal noch. Was für ein schöner Wintertag. Ui. Super. So, gleich hinter zu dem Brettchen. Brettchen, Brettchen. So, und jetzt hätte ich drinnen gleich geplant, oh, ein Stöckchen. Drinnen gleich geplant, Regale aufzustellen. Hier. So, platzierbar, Lager. Und zwar Eisen. Das so gut oder eher so? Mhm. So, Eisen. So. Eisen ist mal gut. Wir brauchen enorm viele Nägel dafür. Wir haben auch keinen Amboss. Wir brauchen einen Amboss. Platzierbar? Amboss. 8 Bretter, 5 Eisenbahnen. Ich stelle ihn mal da her. So, einfach so. 8 Bretter, 5 Eisenbahnen. So, dann nehmen wir da gleich noch mehr. Ich bin überladen. Junge, hab Gnade. Ach komm, wir schleppen uns so rum. Das am Boden, das am Boden. Und den Rest nehmen wir mit. Aber du bist nicht schwer überladen. Ja. So, mal hier rein, Brettchen, yeah, dann haben wir hier 5, wir brauchen noch 6 Brettchen, haben wir ja gleich. So, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, super. Herrlich, so, Nägel, bam, Nägel, bam. Was kommt noch? Oh, wir haben die ganze Zeit das Öl in der Tasche. So, dann haben wir da mal Nägel, Nägel,
und Nägel. So, wir brauchen platzierbar Lager. Zusätzlich zum Eisen kommt jetzt Kupfer. So, Kupfer möglichst nah, möglichst ohne Abstand. Wen geht, wen geht? Ach, egal, wir passen. So, dann nach Kupfer, platzierbar, Lager, Kupfer, Alu. Ja, da setzen wir uns einen Hut auf. So, und nach Alu, Lager, Kobalt, yeah. So, und nach Kobalt kommt Blei. Sag bloß. So. Super. 1000 Bretter und ziemlich viele Nägel. Dann machen wir auch gleich den da weg. Warum? Weil es geht und weil er so rumsteht. Mit dem Gesicht nach vorne. So, so und so. Ah gut, etwas zu viel. So. Den nehmen wir gleich wieder raus und verwursten ihn zu Nägel. Moment. Zu Nägel. Oh, Hammer. Hammer. Da finden die Nägel. Yeah. Da passt's auch. So, 1000 Bretter. So, dann nehmen wir die Bretter von vorne. Da stehen ja neben der Treppe welche. So, nämlich hier und hier. So. Ach komm, Freezing. Minus 9. So, da zünden wir ja an. Aber jetzt nicht kalt. So, und da fehlen auch noch welche. Haben wir eigentlich die Schneehose? Ja, die liegt noch im Truck. So. Wunderbar. Und, naja, 6 Stück noch. Und einer noch. Yeah. Super. Super. So, in die eine Kiste das noch rein. Und jetzt entladen wir die ganzen Metalle aus dem Truck. Da sind keine drinnen. Da haben wir ein bisschen. So, das kommt da rein. Glas kommt da. Dann haben wir das da. Das bringen wir mal rein. So. Genau, da haben wir die Schneehose. Die könnte man auch anziehen. Einfach so. Vielleicht eher auf Hose. So. Ja, ist gut, ist leer. Ist leer, ist leer. Leer, leer. Okay, die untere Reihe ist komplett leer. Mal das alles eintragen. Geht. So, wir packen das alles mal in die Kiste hier. Die anderen sind eh noch leer. So, leer, leer. Dann haben wir hier ein Glas. Das wird extrem schwer. So, leer, 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 leer. Nur, dass wir sicher gehen, weil wenn wir das nächste Mal rausspringen in den Truck, fahren wir nämlich zurück. Ach, wie schön. So, wir sind aber gleich. Truck ist ausgeladen. Ja, ja, ich würde gern. Ich würde echt gern. Hat da nicht gerade irgendeiner? Da war doch wer. Bleib stehen, bleib stehen.
gibt's ja nicht. Hat uns der so richtig noch? So richtig noch. So. So ein kleiner Fiesling. Ein kleiner böser Fiesling. So, meine Lieben. Das war's für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.